22. Karlsruher Gespräche. Die künstlich intelligente Stadt thematisieren die Chancen und Herausforderungen der neuen Smart Cities. Doch was ist eigentlich eine intelligente Stadt? Welche Merkmale muss sie haben? Gibt es gute und schlechte Beispiele hierzu? Mit diesen und weiteren Fragen gehen wir auf Karlsruherinnen und Karlsruher zu und suchen nach Antworten und Einschätzungen. Für mich ist eine intelligente Stadt erstmal ein komplexes Zusammenleben. Denn der urbane Lebensraum, der expandiert ständig und wird dadurch komplizierter, er wird vielfältiger, er wird vielschichtiger. Eine urbane Stadt, die intelligent wird, verbindet Technologie, Daten und die Menschen, die darin leben, auf besondere Art und Weise. Man fängt an abzuschätzen, welche Bedürfnisse sind in einer Stadt und welche kann ich mit Technologie lösen, vereinfachen, verbinden. Eine intelligente Stadt hat immer mit Ressourcenknappheit zu kämpfen, von ihrer DNA heraus. Es gibt zu wenig Wohnraum, zu wenig Lebensmittel in der Stadt, es muss immer alles rein und rausgebracht werden, Müllentsorgung, zu wenig Kita-Plätze. Die Infrastruktur, was öffentliche Verkehrsmittel angeht, ist von vornherein immer knapp. Und eine intelligente Stadt schafft es, dieses Problem zu lösen im Kontext Mensch. Die drängendsten Probleme auf dem Weg zu einer intelligenten Stadt sind für mich die, dass zuerst mal versucht wird, den Status quo mit Hilfe vom Einsatz von Technologie und Daten zu verändern, zu verbessern. Was mir hierbei oft missfällt, beziehungsweise was ich nur teilweise schwer erkennen kann, ist tatsächlich der Gesamtfahrplan für etwas. Für mich ist eine Smart City nicht der Beginn damit, dass man eine Straßenbahn mit WLAN durch die Stadt fahren lässt, sondern dass man ein Gesamtkonzept hat für das urbane Zusammenleben, Menschen, die im Kontext Stadt leben. Ich sehe das Problem darin, dass ich zwar Stadt in Verbindung mit teilweise Forschung und Wirtschaft, dass die bedingt gut miteinander zusammenarbeiten, aber spätestens mit diesem normalen Bürger und den Bedürfnissen, die die haben, nur sehr schlecht zusammenarbeiten. Aber die sind eben diese Stadt. Die machen das Stadtleben aus. Das ist auch die Intelligenz, die eine Stadt tatsächlich hat. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns zusammen mit allen Akteuren hinsetzen, dass nicht nur Stadt und Wirtschaft und ein bisschen Forschung zusammen an Möglichkeiten und Chancen arbeitet, sondern dass eben der gemeine Bürger dazu kommt. Ich wünsche mir Konzepte, in denen wahllos Bürger angeschrieben werden, an gewissen Bereichen mitzudenken, eingeladen werden, weil ich kann mich anstrengen als Stadtentwicklung und als Forschungsteam oder als kulturelle Einrichtung, wie ich will. Ich kann mich niemals in diese Bedürfnisse und Belange des anderen tatsächlich reinsetzen und dann eine gute Lösung finden.